zu lösen. Okay. So, und damit, hallo Leute, was geht ab? Ich komme zu einer Video von Alan Wake 2. Schön, dass ihr mit dabei seid, Bock habt. Jo, wir sind in der Werkstatt. Wir haben im letzten Video den Trailer von Anderson gefunden. Haben wir auch die beiden Rocker von dieser bekannten Rockband da getroffen. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Thor und Odin von, ich meine, Gods of Asgard oder so hießen die. Die haben ja im ersten Teil auch sehr viel Musik gemacht. Und da gab es ja diese eine Mission, wo man dann die Viecher von der Bühne dafür hinhalten muss. Und da lief ja der Song im Hintergrund. Die haben wir getroffen, dann haben wir Andersons Trailer gefunden, in der auch ein Zeitungsanschnitt war, von wegen, dass ihre Tochter ertrunken ist. Und jetzt haben wir hier oben, wir sind ja zwei von so Viechern, also zwei Polizisten, die man gleich, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, Thornton oder so, oder Thornton, hier oben in die Werkstatt gefolgt, weil, hier angeblich der Klicker sein soll. Und dann jetzt hier einfach mal so dieses vermeintliche Hauptversteck des Kult des Baumes gefunden. Mitten im Keller. Und haben eine Sicherung, damit wir so einen komischen Express oder diesen Cappuccino Express sein, der Coffee World da wieder zum Laufen bringen kann. So viel dazu. Guck mal, der Klicker. Der Kult lässt Vorräte für seine Mitglieder zurück. Das ist praktisch. Das ist es. Okay. Das ist der Prozess des Kults. Ihr Ritual. Der Kult ist schlecht organisiert. Die Mitglieder befolgen keine Befehle. Das Nightingale-Ritual wurde nicht abgeschlossen. Okay, auf zur Falltafel. Die wir da haben. Da sind die beiden Rocker. Das Foto bewies, dass der Kult den Klicker hatte. Thor und Odin steckten auch mit drin. Das muss ich später weiter verfolgen. Da war das Passwort her. Macht Sinn. Das kann ich auf jeden Fall in den Coffee Express hier. Das ist Souvenirladen. Da kann ich jetzt durch. Da mache ich einen Bolzenschneider. Da weiß ich nicht, wer das ist. Cool, Versteck. Komm, war das cool versteckt jetzt? Oh, hier haben wir noch mehr. Was für ein seltsamer Kult. Kult des Baumes. Ja, wahrscheinlich irgendwie von so einem. Ja. Was soll man sagen, so ein Anfänger. Gegründet. Aber man weiß es nicht. Scratch. Ja gut, gehen wir mal runter. Ein gruseliger Keller. Das stimmt. Scheiße. Nein. Hey! Halt! Was ist denn für eine Kirche hier unten? Was ist denn?
Sie spielen ein Spiel mit mir. Ich war so knapp dran. Sie haben den Klicker. Ich kann sie finden. Wohin würden Sie gehen? Richtige kleine Kapelle unten aufgebaut in irgendeinem schmierigen Keller. Es gab noch einen Übergang in Watery. Der Festwagen war der Schlüssel. Mulligan und Thornton waren dorthin gegangen. Mit dem Klicker. Dieses Monster hier sollte sie aufhalten. Hier ist ein Übergang, genau wie der beim Cauldron Lake. Mulligan und Thornton sind wie Nightingale. Sie sind drin und warten. Okay, und Mulligan und Thornton. Festwagen ist der Schlüssel? Oben ist ein Besessener. Das war eine Falle. Tür war eine Falle. Glaubst du denn? Der war schnell speichern. Der Klicker war die ganze Zeit hier. Scheiß Mulligan und Thornton. Hä? Ich will das da reinmachen. So macht halt nicht darauf. Da muss ich dazu noch mehr haben. Jetzt. Sie haben den Klicker in den Übergang mitgenommen. Wie bekomme ich ihn zurück? War klar, dass er jetzt so spät ist. Der kommt da gleich aus der Ecke gesprungen, aus dieser komischen Tasse da. Siehste? Es ist Nightingale? Also. Junge, Alter. Der hat mir richtig Munition gekostet. Wusste, dass er hier steht. War nämlich die perfekte Ecke war. Hier ist der Festwagen. Ist dieser Festwagen auf der Seite gemeint? Wahrscheinlich. Der Übergang entstand aus Waterys dunkler Vergangenheit. Das Ritual stand mit dem Festwagen in Verbindung. Die Kunst war der Schlüssel. Sie konnte Saga Zutritt gewähren. Das Gedicht und das Herz waren der Schlüssel zum Übergang bei Cauldron Lake. Hier ist es der Festwagen. Aber er ist unvollständig. Was für ein verstörender Festwagen. Stach zu. Immer und immer wieder. Das muss bedeuten, dass sich der Arm bewegen sollte. Ja.
Wieso trägt einer von ihnen eine Maske und der andere nicht? Also muss ich dem eine Maske geben. Das ist also Koskellas Festwagen. Wie es aussieht, fehlen nur 4 Teile. Das ist die einzige Maske ohne eine Ortsangabe. Souvenirladen. Einfach. Espresso Express. Verstanden. Ich kann es nicht lesen. Fairtrade Fun Zone. Espresso, ja, da müssen wir hin. Heck. Wo komme ich denn? Dahin. Ach so, ah, hier bin ich hier. Ja. Also. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, aber ich komme hier direkt wieder zum Coffee Land. Oder Coffee World, wie der heißt. Wie viel Schuss habe ich denn noch? Ja, ein bisschen haben wir noch. Ambros habe ich noch. So, mal gucken, wo ist denn die Cappuccino-Attraktion? Fairtrade Zone. Koffer, Perth, Collator, wir pumpen es. Ah, ich bin vorbeigelaufen. Ja, blöd. Espresso, oh, Espresso Express, nicht Cappuccino Express. Stromkasten war hier oder da. Das ist doch bestimmt die Platine für den Festwagen. Wie komme ich da runter? Also gut, jetzt muss ich ihn nur noch in einer Position anhalten, in der ich an die Platine da unten herankomme. Ja! Ja, oh. Ja, oh. Oh. Wieder zu. Ja. Wo sollen die Platine sein, Alter? Hätte gemacht einen Abflug, oder?
Das ist auf jeden Fall nicht gesund, so schnell. Okay, so, jetzt muss ich nur noch diese dumme Maske finden, ne? Hä? Der Festwagenmörder trägt keine Maske. Vielleicht braucht er eine? Er braucht eine. Sich die Figuren bewegen? So. Die Fairtrade. Haben wir. Die Maske. Was fehlt vom Festbau? Ich muss ihn zusammenbauen. Wer ist das Feldtafel oder hat Karte? Untersuchen. Ja, da war ich doch schon. Gut, Versteck komme ich ja gar nicht hin, weil wegen Überschwemmung. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Ich hatte da irgendwas gerade aufnehmen. Hä, ich konnte da gerade irgendwas aufnehmen, oder nicht? Kulturversteck. Oder Kultversteck. Noch eine dieser Kultkisten. Was hab ich sie denn im Löffel? Was ist denn das? Ich kann es gar nicht erkennen. Es ist irgendeine Tasse in irgendeinem Rundbogen. Und da soll ein Schlüssel bei sein? Also irgendeine Tasse an irgendeinem Bogen. Disco Express war hier, ne? Ja. Muss ich einen Schlüssel finden. War ich da eigentlich schon? Was will er mir jetzt hier sagen? Guck
Guck mal, das haben wir gut. Gar nicht gesehen. Hier muss ich irgendwie auch nochmal hin. Da ist eine, aber ohne irgend so einen komischen Bogen. Ne, kann man auch nicht sagen. Oh, noch ein Sheriff. Alter, was die Ambros für einen Schaden macht. Guck mal, halbe Arm weg, halbe Bein weg. Der muss wahrscheinlich eigentlich hier in der Nähe sein. Kann man irgendwie ranzoomen? Ah. What hides behind the smile? Also irgendeine Taste und irgendein Rundbogen. Ich kann mich jetzt auch nicht dran erinnern, dass ich irgend so ein Ding so gesehen habe. Hä, wo war das denn? Schild. Hier sind nur die Klos und das Souvenirgeschäft. Wir wachen in der...
Und die Amos ist echt gut, wa? Oh, ich habe ja auch bis zum Mund so. Ja. So, jetzt show me the. Ja, hier ist halt, hier ist halt, hier ist halt, aber. Hm, ich habe gedacht, der Bogen wäre irgendwie was für den Tunnel. Da ist ein dummer Bogen, hier ist. Nichts hier so. Hä? Ich dachte, die Kassette habe ich rausgenommen. Hä? Die Kassette habe ich doch rausgenommen. Hier ist noch so ein Bogen. Aber hier ist auch schon fast zu Ende, aber hier komme ich eh nicht weiter. So. Vielleicht kann ich das auch erst machen, wenn. Weil der Pegel sich gesenkt hat. Per Skelett, da kam ich aber auch nicht weiter. Weil ist ja kein zweiter Ausgang, ne? Nö. Da ist ein Schraubenzieher hier. Hä, ich will jetzt aber auch nicht hier 400.000 Jahre rumgammeln, nur um das Ding zu suchen. Was ist die Lieblingsübung des Cafés? Die French Press. Deine für eine Bombe da rum, Alter. Eine Boje. Kann ja nicht so schwer sein. Aha! Okay, das war jetzt echt Zufall. Hab ich gesehen, ob das ich da holen kann. Ey, ich muss dahin.
Yeah, woo. So, mal gucken. Soll doch so eine dumme Maske haben. Ja, wo soll denn die Platine hin? Dann noch etwas, um die Arme zu bewegen. Brauch nur eine Maske. Die sollte es ja eigentlich unten geben. Was habe ich denn jetzt gekriegt? Propantank. Kann ich werfen? Noch einer. So, da hätte ich den abwerfen können. Okay. So, hier liegen 50 Milliarden Masken. Aber egal, ich werde erstmal speichern und das Video hier beenden. Weil, das geht jetzt schon wieder echt ein bisschen zu lang. Mal zusehen, dass wir hier so eine dumme Maske finden. Wer weiß, wo die ist. Und dann zusehen, dass wir da mal den Wagen fertig kriegen. Und dann auch in die andere Welt kommen wieder. Oder wieder in die andere Welt kommen. Um diesen dämlichen Klicker zu kriegen. Ich weiß gar nicht, ob Ellen den nicht behalten hat, Mann. Ellen, ey, hätte sie mal behalten, wäre eigentlich so einfach, nicht so schwer. Da wird alles ein bisschen einfacher. Aber gut, Leben ist kein Ponyhome. Alles ist nicht einfach, man kriegt sie nicht geschenkt. Deswegen müssen wir uns jetzt erstmal so eine dumme Maske suchen. Ich weiß aber gar nicht wo, weil ich hab Gott, da steht ja auch nichts drauf. Ach so, aha. Wer ist er? Mulligan und Thornton ging es vorhin noch gut. Wie ist das passiert? Ein schrecklicher Fehler. Schatten beschlichen Mulligan und Thornton. Schatten auf ihren Gesichtern und füllten die Gestalt der beiden auf. Das Allerbeste aus Bright Falls. Ein miserables Pastrami-Sandwich. Mulligan und Thornton erging es wie Nightingale. Mulligan und Thornton sind Mitglieder des Kults. Er ist der Anführer. Das Hirn läuft aus wie Eigelb. Der Nervenkitzel des Dominierens. Nicht bloß ein Baum, ein Wald, das Wort. Ein solches Geheimnis stirbt niemals. Es gibt mehr als einen Anführer. Die mal fragen, hm? Der Safe haben wir ja. Den Safe öffnen. Wie lautet die Kombination? Die Leute hassen Rätsel, Ilmo. Warum nicht die Schlüssel? Die Leute lieben Rätsel, Jako. Nur kluge Menschen können sich gute Rätsel ausdenken. Sehen Sie sich einfach nach der Antwort um. Motivierte Angestellte werden belohnt. Die Safe-Kombination muss irgendwo im Souvenirladen sein. Den Safe haben wir schon geknackt. Da. In der Materialliste für den Festwagen stand etwas von einer Maske. Wo ist sie? Armer Mokka-Elch. Da hat sie's wohl ausgerührt. Das ist der Beweis, Ilmo. Man kann zu viel Kaffee trinken. Mokka wird an einem Ehrenplatz weiterleben. Er hat seinen Kopf verloren. Mulligan und Thornton hatten eine Aufgabe. Mulligan und Thornton müssen wissen, wo die Elch-Schädelmaske ist. Ja, wo ist sie denn? Die Maske fehlt. Wo ist sie? Der Tote wird wieder zum Leben erweckt. Die Krone des Großmeisters. Ein Elch-Steak. Ist nie verkehrt. Kümmere dich einfach darum. Sie wissen, wo sie ist.
Ich weiß, dass Sie es wissen. Wo ist die Maske? Koche und bleiche ihn. Wir alle verbeugen uns vor ihm. Der Schlund eines bröckelnden Brunnens. Zeigen wir der Schlampe, wer hier das Sagen hat. Ah, ich weiß wo. Genau. Der war gerade dreimal vorbeigelaufen. Die Elchmaske ist beim Huotari-Brunnen. In der Coffee World. Das hätte ich jetzt auch noch gewusst. Gut, haben wir das Rätsel auch gefunden. Gelöst. Ich habe etwas gesehen, genau wie damals in Cauldron Lake. Der Brunnen. Hier gut. In so, dann würde ich sagen, bin ich mal das Video. Sein. Schön, dass ihr mit dabei wart und Bock drauf habt. Ja, dann wie gesagt, werden wir im nächsten Video zu dem Brunnen laufen. Gucken, dass wir die Elfschädelmaske rauskriegen. Und dann das Portal öffnen. Zur anderen Welt. Jo, dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Bis dahin und tschüss.